Und damit herzlich willkommen zurück in der deutschen Fortszene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen, zu einem weiteren 2 gegen 2 Gameplay von auf der linken Seite auf der Top Base. Crunkinator mit auf der Bottom Base. Matteo, ein siegesträchtiges Team, würde ich einfach mal sagen, an der Stelle gegen auf der rechten Seite Bowser mit seinem Mate Umbarulo. Also das wird ein spannendes Spiel werden. Ich bin sehr gespannt. Wir spielen hier auf Standard Groß MS. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wofür MS steht. Ich glaube, es war Moonshot, richtig? Ja, so wird es gewesen sein. Team 1 auf der linken Seite spielt den Operator Sieb. Was macht Sieb mit aktiven Fähigkeit? Werden die Nukes und die Schwarmraketen und die MP-Raketen ein bisschen tankiger. Ne? Also sie halten einen Gunner-Schuss mehr aus. Ist ganz nice. Die passive Fähigkeit sorgt dafür, dass wenn Nukes zerstört werden, sie nochmal in 15 Schwarmraketen zerbersten. Ja, der Rauch hält ein bisschen länger an, ist größer. Und, das ist auch sehr sneaky, ja, manchmal, nicht immer, aber man sieht den Laser nicht. Von, wenn man Nukes abfeuert, beziehungsweise Schwarmraketen. Ja, und damit kann man sich nicht so gut mit Woodspam verteidigen. Ja, das ist halt durchaus eine effektive Strategie, um sich gegen Nukes zu verteidigen, der Woodspam. Aber wenn man nicht weiß, wo die Nukes einschlagen werden, dann kann man sich auch nicht so effizient damit verteidigen mit dem Woodspam. Team 2 auf der rechten Seite natürlich mit Pinchfist am Start. Jetzt für euch auch eingeblendet. Was macht Pinchfist? Naja, 5% mehr Energie und Metallproduktion. Wenn ihr was verkauft, kriegt ihr 100% des Metalls zurück. Und die aktive Fähigkeit sorgt dafür, dass ihr eure Waffen günstiger feuern könnt. So, gehen wir doch mal auf das Gameplay der beiden Spieler auf der linken Seite ein. Wir sehen hier 2 Schwarmraketen. Werkstatt wurde verkauft von Crunkinator. Da wird demnächst das Upgrade Center kommen. Nur eine Windturbine. Interessant, ich gehe hier immer für 2. Aber anscheinend funktioniert das mit dem Sieb nicht. Der braucht das Metall, damit er jetzt das Upgrade Center platzieren kann. Auf der Bottom Base Bowser. Nein, Matteo ist da. Ah, kurz auf meinen Spickzettel geguckt. Matteo auf der Bottom Base mit der Werkstatt noch am Start. Geht hier für eine Kreissäge. 2 Schwammraketen genauso. Also keine Anti-Air. Hätte ich jetzt erwartet. Aber es sind 2 Schwammraketen. Okay, kann man machen. Noch kein Upgrade Center. Also es werden noch längere Zeit Schwarmraketen bleiben auf der Top-Base. Team 2, Bowser. Ihr habt es gemerkt, da habe ich wieder auf den Spickzettel geguckt. Anti-Air. Okay. Nicht mal Anti-Anti-Air, sondern Anti-Air nur. Also Verteidigung gegen die Raketen und nicht Angriff gegen Gunner. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also, Bowser Space ist hier noch nicht dazu ausgelegt, die Anti-Air von Team 1 auf der linken Seite auszuschalten. Bis jetzt sollen die Flaks erstmal als Verteidigung dienen. Da kommen nämlich die ersten Schwarmraketen. 4 Stück sind es. Und die kommen teilweise durch auf das Fort von Umbarulo. Der hat ja auch Schwarmraketen am Start. Upgrade Center mittlerweile auch. Also da werden bald Nukes reinkommen. Und dann werden wir wahrscheinlich auf der Top Base Smoke Launcher oder derartige sehen. Die Flaks werden jetzt am Anfang wahrscheinlich nochmal behalten werden. Als Verteidigung gegen die ganzen Schwarmraketen. Erstes Upgrade auf der linken Seite bei Crunkinator. Und da kommen die nächsten Schwarmraketen. Sowohl von Matteo, also von Crunkinator. Und die Schwarmraketen sehen so aus, als würden sie durchkommen. Da steht keine Verteidigung mehr. Was? Ach, das... Ah, jetzt... Ah, das ist noch Teil der passiven Fähigkeit von Sieb. Ja, die beiden Spieler auf der linken Seite sehen, wo ihre Schwarmraketen einschlagen werden. Dieser kleine rote Punkt markiert den Einschlagsort der Schwarmraketen oder generell jeder Raketen. Das funktioniert nicht nur mit deren Raketen, sondern auch mit den Raketen, die diese Spieler hier abfeuern werden. Sehr interessant. Ja, Energieproduktion bei Bowser ist futsch. The Bottom Base am Brulo hat noch ein bisschen. Konnte seine 2 Windturbinen irgendwie verteidigen oder hatte Glück. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das passiert ist. Da kommt noch eine Flak ins Spiel. Also noch ein bisschen mehr Verteidigung. Die hier oben ist noch nicht einsatzbereit. Da muss noch eine Tür hin und die Vordergrundverstrebung muss weg. Kreissäge von Matteo noch nicht einmal genutzt worden. Der wartet hier noch. Und er hat seine Werkstatt auch nicht verkauft, aber Upgrade Center mittlerweile ist am Start. Da kommt die erste Nuke und die kann fast nicht abgewehrt werden. Ja, wird jetzt aber doch abgewehrt und zerspringt in 15 Schwarmraketen. Die hageln hier auf das Space von Bowser ein. Das ist ein bisschen Metallschaden, nichts Kritisches. Ganz entspannt soweit. 2 Nukes jetzt auf der Bottom Base von Umbarulo. Und damit quasi einsatzbereit. Anti-Air auf der linken Seite nicht ganz gegeben. Crunkinator hat sich jetzt ein paar Gunner beschafft, sowohl als auch Matteo. Das war kein korrektes Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Aber die können doch nicht schießen. Die sind auch mit Vordergrundverstrebung verbarrikadiert. Und da kommt die nächste Nuke. Ja, also es werden jetzt hier ein paar Flaks gebaitet und rausgenommen. Die nächste Nuke fliegt und sie trifft nicht. Was? Also das war insane. Dass die Nuke da noch abgewehrt werden konnte, beziehungsweise noch so lange taumelte. Wenn, dann hätte ich erwartet, dass sie früher abgewehrt werden würde. Aber nein, sie wurde halt eine Sekunde vorher für die dramatische
den dramatischen Impuls, ja, für dieses Replay abgewehrt. Ist in Schwarmraketen zerbeste, die sind alle im Boden. Ja, zwei Minigunner mittlerweile bei Amberulo am Start. Haben jetzt hier die Windenergieproduktion von Matteo im Auge, die ein bisschen zu dezimieren. Scheint auch ganz gut zu funktionieren. Eine Windturbine ist da hops gegangen, aber die wurde schnell wieder aufgebaut. Und da connectet zuerst die erste Nuke. Ja, auf das Fort von Amberulo. Hier hinten ist die eingeschlagen. Hat die Batterie zum Glück nicht zum Explodieren gebracht. Das wäre ein bisschen kritisch geworden für Amberulo. Hat aber eine Windturbine fast zerstört, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber die ist nicht wirklich kaputt gegangen. Holy shit, ich hau hier gerade APM raus mit meinem Mund. Das ist ja unfassbar. Ja, normalerweise hätte ich mich schon 20 Mal versprochen, aber gerade läuft. Nächsten Nukes werden abgefeuert von Amberulo. Aber die werden direkt von den Minigunnern von Matteo abgewehrt in der Hoffnung, dass die vielleicht in das Fort von Amberulo krachen. Das ist leider nicht ganz passiert, aber der hat jetzt auch seine Minigunner verloren, denn die waren nicht gedort, wurden einfach vom Fort runtergeschossen mit dem Sniper von Bowser. Der hat es einfach mal versucht. Da kommt die nächste Nuke, wird hier abgewehrt mit dem Sniper und der Flak in letzter Sekunde. Die 15 Schwarmraketen connecten, machen aber nicht allzu viel Schaden. Es ist nur Metallschaden zum Glück. Die Flak sind dann doch sehr effektiv gegen die 15 Schwarmraketen, die da rauskommen, ja. Gunner, die würden sofort zerstört werden durch das Feuer. Dass die Schwarmraketen verursachen, ja. Also wenn die einmal mit Feuer in Kontakt kommen, dann sterben die Gunner in der Regel. Und Flax eben nicht. Von daher sind die hier ein bisschen besser geschützt gegen die Schwarmraketen. Nächste Nuke von Amberulo kann hier abgewehrt werden. Aber da kommt noch eine zweite. Wird manuell mit dem Minigunner von Matteo abgewehrt. Ja, und wie wird es weitergehen? Was sind die beiden Optionen für die beiden Teams? Ja, AP-Sniper, I like, um die Flax auszuschalten. Hier oben, die kann ausgeschaltet werden, die kann ausgeschaltet werden, die kann theoretisch ausgeschaltet werden. Da kommt jetzt mittlerweile schon eine neue Tür. Als Bowser realisiert, oh shit, die haben AP-Sniper, ich brauche mehr Türen. Und der Snipe von Kronk war leider auch etwas zu niedrig. Er ging auf die Windturbine, genauso wie der Snipe von Matteo jetzt etwas zu hoch war. Nächsten Nukes und Schwarmraketen können abgewehrt werden, aber da kommen immer noch diese kleinen Schwarmraketen durch. Ja, also wo Team 2 hier verzweifelt versucht, mit den Nukes Schaden zu machen, die aber jedes Mal abgewehrt werden, schafft es Team 1 dann dennoch mit den 15 Schwarmraketen, wenigstens, ja, die von der Nuke zerspringen, etwas Schaden anzubringen. Und bin mal gespannt, ob das hier Team 2 langfristig aufhalten kann. Aber ich denke, wir brauchen hier ein Upgrade noch bei Matteo und dann könnte sich das Spiel schon ein bisschen anders wenden. Ja, und vielleicht eine Tier-2-Technologie bei Bowser. Aber dafür dürfte er nicht die Ressourcen haben. Die nächste Nuke in Kombination mit den Schwarmraketen schafft es hier wieder abgewehrt zu werden. Die Flak sehr stark gegen die Schwarmraketen-Nuke-Kombination. Die Durchschlagskraft von den Schüssen ist dann doch sehr gut. Der Splash-Damage von den explodierenden Schüssen sehr handy, um eben die Nukes in den Schwarmraketen auszuschalten. Ja, und da brauchst du noch eine Tür, Kumpel, Bowser. Sonst verlierst du deinen Sniper wieder, denn beide Spieler haben... Matteo scheint seinen verloren zu haben, aber Kronk hat noch einen AP-Sniper. Und da kommt die nächste Nuke und die scheint zu connecten. Einfach mal so random auf das Fort von Matteo. Das tat weh. Ja, das war Splash-Damage und jetzt noch die Kreissäge hinterher. Uiuiui, der muss da Panik bilden. Ja, der hat jetzt noch 30% Core-Percentage und der baut ab. Was ist das? Er braucht Ressourcen. Er kann schon gar nicht mehr reparieren. Er hat nicht genug Ressourcen, um zu reparieren. Deswegen muss er Hintergrundverstrebung abbauen, die er als Befestigung gebaut hatte. Die nächste Nuke von Kronkinator wird zerstört und die Schwarmraketen machen hier einen richtigen Dive auf das Fort von Amberulo. Aber am Ende des Tages auch nicht so viel Schaden. Und damit sieht es so aus, als wäre Team 1 hier gerade in das Hintertreffen geraten. Dadurch, dass die Nuke auf das Fort von Matteo connected hat. Schaffen die es hier nochmal ins Game zurückzufinden. Matteo, Quatsch, Bowser mittlerweile mit dem Smoke Launcher am Start. Wird jetzt abgefeuert werden, um die Anti-Air von Team 1 zu disablen. Aber Miniguns können durch Smoke abgefeuert werden. Aber da kommen jetzt zwei Nukes und die können nicht abgewehrt werden. Doch, die eine. Aber die andere trifft auf das Fort von Kronkinator. Und der verliert 2 oder 3 Minigunner und 2 normale Gunner oder einen normalen Gunner. Ich weiß die Konstellation nicht ganz genau, aber es tat weh. Ja, that's for sure. Da kommen jetzt 2 Kreissägen von Amberulo. Was hat er denn damit vor? Hier reinschneiden. Ja, könnte wehtun. Könnte durchaus wehtun.
chinesischen Nukes in Kombination mit dem Smoke Launcher. Aber da steht noch gar kein Anti-Air und das könnte jetzt richtig wehtun. Nein, das wird richtig wehtun. Die erste Nuke connected gegen den Woodspam und die zweite Nuke schlägt hier unten ein. Ja, zerstört halt auch wieder die Gunner, ist teuer zu reparieren. Das, doch, er hittet jetzt den Air-Key. Ah, gut. Sieht schlecht aus für Team 1 hier an der Stelle, ja. Die sind hier durch die eine Nuke ein bisschen nach hinten geraten. Können sie das Game noch einmal rumreißen? Ja, die Möglichkeit haben sie. Nächste Nuke. Die eine wird abgewehrt, aber die zweite kommt durch in Kombination mit den Schwarmraketen. Und jetzt ist auch die Anti-Air bei Team 1 deutlich reduziert worden. Die vier Gunner und der Schaden auf den Quad, das ist schmerzhaft für Team 2. Und jetzt kommen sie mit den Snipern und wollen da sich bis zum Quad durchschießen. Das gelingt ihnen aber nicht. Amarulo ist da fix genug mit dem Woodspam. Und versucht jetzt wieder die Anti-Air aufzubauen. Ja, ich meine, Bowser hat noch genug, aber der Smoke-Launcher, der ist toxic. Der ist durchaus toxic. Die nächsten Nukes. Und da kommt eine durch auf das Fort von Bowser und eine auf das Fort von Amarulo. Aber gleichzeitig connected eine Nuke auf das Fort von Matteo. Der brennt und der hat wieder nicht genug Ressourcen, um sie zu reparieren. Gleichzeitig sieht es aber auch nicht so rosig aus bei Team 2 auf der rechten Seite. Da sind zwei Flaks, glaube ich, sogar verloren gegangen. Und damit eine Menge Anti-Air. Und genau die Anti-Air, die benötigt wird gegen die Schwarmraketen-Nuke-Kombination von Team 1. Und die sind schon wieder ready zum Feuern mit der aktiven Fähigkeit. Und damit sind die Nukes jetzt einfach tankiger. Und die nächsten Nukes connecten auf das Wort von Amarulo. Der verliert Sniper, Windenergieproduktion und eine Menge Leben, was sein Core angeht. Und der raucht schwarz wie die Nacht. Er sieht jetzt innerhalb von Minuten nicht mehr gut aus für Team 2. Team 1 hat hier es tatsächlich mit der aktiven Fähigkeit vor allem auch das Comeback geschafft, ja. Dadurch, dass die Schwarmraketen und die Nukes einfach ein bisschen tankiger wurden, hat die Anti-Air von Team 2 nicht mehr standhalten können. Und die Minigunner, nein, ganz knapp. Eine Strebe ist gebrochen, die zweite auch fast, aber Bowser catcht nochmal das Fort, versucht sich jetzt hier mit ein bisschen Woodspam nach hinten wieder einzurenken, möchte man sagen. Der fällt hier mit seinem Ford etwas nach vorne. Konnte er es gerade noch so schaffen, dass er nicht ganz abbricht und stirbt. Aber rosig sieht das nicht aus für Team 2. Da kommt die nächste Schwarmraketen-Nuke-Kombination und die wird nicht doch eine, kann verteidigt werden, aber die nächste Nuke kommt durch und die trifft wieder erwarten auf das Ford von Amarulo. Warum? Wurde die angehittet? Ich hab's nicht gesehen. Eieiei. Das war ganz weird. Ich habe nicht genau hingeguckt. Ihr könnt euch das gerne noch einmal angucken. Ein bisschen zurückskippen. Aber die ist da irgendwie angehittet worden und kollapst hier rein. Bowser suicidet sich. Ein insanes Match von Team 1. Kronkinator und Matteo. Boah, krasses Nuke-Match. Wirklich schön gespielt mit Sieb. Hätte ich nicht erwartet. Geiles Game. Ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Ich wünsche euch wie immer einen schönen und entspannten Tag. Und wenn ihr meine Hormone richtig fliegen sehen wollt, Alter, dann ballert ihr jetzt auf den roten Knopf da unten, abonniert und ja, würde mich sehr freuen. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen und entspannten Mittwoch und haut rein.